Wem gehört die Stadt? Die Situation in Deutschland ist unverändert. Die Mietpreise steigen seit Jahren unaufhörlich. In Regensburg, laut Immobilienbericht der Sparkasse, in den letzten 10 Jahren sogar um über 50%. Es gibt mehrere Tricks für ImmobilieneigentümerInnen, die Miete steigern können. Wohnfläche wird in immer kleinere Einheiten gestückelt. Je kleiner die Wohnung, desto höher die Quadratmeterpreise. In Regensburg wird das gerade in der Otto-Hahn-Straße vorgemacht. Die ehemaligen Blöcke mit großen WG- und familientauglichen Wohnungen wurden abgerissen und überwiegend mit Mikroapartments ersetzt. Mit sogenannten Modernisierungen können gleich 2 Fliegen mit einer Klappe erschlagen werden. Die Modernisierungskosten können komplett auf die MieterInnen umgelegt werden. Wenn diese nach einigen Jahren abbezahlt sind, bleibt die Miete trotzdem gleich hoch. Häufig können sich BestandsmieterInnen die Mieten nach einer Modernisierung nicht mehr leisten und müssen ausziehen oder werden zwangsgeräumt. Bei NeumieterInnen können EigentümerInnen dann im Grunde verlangen, was sie wollen. Oder spekulativer Leerstand. Leerstehende Wohnungen und Flächen verknappen zum einen das Angebot. Die Mieten und Preise in den anderen Liegenschaften können künstlich hochgehalten werden. Zum anderen ist Leerstand ein lukratives Anlageobjekt, denn mit dem Weiterverkauf von unbewohnten Immobilien kann wesentlich mehr Gewinn erzielt werden. Im Kapitalismus kommt an erster Stelle immer der Profit. Das ist das Einzige, was zählt, das Einzige, was ihn interessiert. Doch es darf in einer Stadt nicht um den Profit gehen. Und auch nicht einfach nur um Häuser und Wohnungen, sondern in einer lebendigen Stadt muss es in erster Linie immer um die Menschen gehen. Menschen, die bezahlbaren Wohnraum brauchen. Menschen, die Orte zum Vernetzen brauchen, zum Diskutieren, für Kultur von unten. Menschen, die Plätze und Freiräume für gemeinsames Abhängen brauchen, jenseits von Verzehrzwang und Wirtschaftslogik. Eine Stadt, die den Menschen buchstäblich immer weniger Platz einräumt, weil sie Leerstand zulässt und den übrigen Raum ständig verteuert, wird unaufhaltsam zu einer toten Stadt oder zu einer Stadt nur für Reiche. Was tun? Die Frage nach wohin, nach Wohnen und Freiraum ist eine soziale, gesellschaftliche Frage. Wie wollen wir in Zukunft leben? Wie können wir in Zukunft leben? Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, etwas gegen Fehlentwicklung zu tun, wie sie sich beispielsweise im Wohnungsbereich zeigen. Von der Politik ist wenig bis nichts zu erwarten. Alles Gute müssen wir selber tun. Die BerlinerInnen haben es vorgemacht. Der Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen, der die Vergesellschaftung aller Immobilienkonzerne ab 3000 Wohnungen fordert, wurde mit einer deutlichen Mehrheit von über 1 Million abgegebenen Stimmen angenommen. Wann enteignen wir?